Beim FC Bayern München, da dreht sich aktuell schon einiges um die Zukunftsplanungen. Mit 4 absoluten Bayern-Stammspieler soll das Arbeitspapier jetzt langfristig verlängert werden, aber zeitgleich bereitet sich Christoph Freund beim FC Bayern München wohl auch auf einen spannenden Transferwinter vor. Welche Verträge man auf Seiten der Bayern was nun verlängern will und welche Transfers man in diesem Winter tatsächlich tätigen will und wie viel Budget zur Verfügung steht, das ist das Thema des heutigen Videos. Vorab, lasst ein Like auf das Video da und auch ein Abo auf den Kanal, um nichts mehr über die Bundesliga und natürlich auch den FC Bayern München zu verpassen. Aber damit gehen wir dann direkt ins erste Thema und das sind die Vertragsverlängerungen von, man muss es ganz klar sagen, 4 absoluten Bayern-Profis, Bayern-Legenden teilweise, dessen Verträge aber jetzt zeitnah wohl auslaufen. Zum einen ist das vermutlich einer der wichtigsten Bayern-Spieler, nämlich Thomas Müller. Thomas Müller, der spielt schon gefühlt seit einer Ewigkeit beim FC Bayern München und auch sein Vertrag läuft im nächsten Jahr aus. Und aller Voraussicht nach werden die Bayern wohl alles tun, um ihr Eigengewächs, was seit 2009 im Verein ist, weiterhin an die Mannschaft zu halten. Er ist mittlerweile 34 Jahre alt, ist damit natürlich definitiv schon ein sehr erfahrener Spieler. Trotzdem ist er noch ein sehr, sehr wichtiger Spieler. Wir haben auch immer wieder gesehen bei der Nationalmannschaft, wie wichtig er auch da sein kann, wenn er dann beispielsweise mal das entscheidende Tor gegen Frankreich macht. Und so soll auch seine Rolle beim FC Bayern München weiterhin eine sehr wichtige sein. Ein Spieler für die Kabine, aber auch ein Spieler, der mal vorne weggehen kann. Auch ein Spieler, von dem beispielsweise sein Nachfolger, den man ja eigentlich schon in den eigenen Reihen hat, nämlich Jamal Musiala, definitiv noch einiges lernen kann. Und wie man da jetzt wohl so aus den Bayernkreisen hört, soll da eine Verlängerung mit Thomas Müller gar nicht so das Problem sein. Man ist sich eigentlich relativ einig, dass man weiter zusammenarbeiten möchte. Es ist fraglich, ob Thomas Müller überhaupt nochmal irgendwo anders spielen wird. Und damit würde er dann natürlich eine One-Club-Legend bleiben. Aber er könnte natürlich auch nochmal einen ähnlichen Weg wie beispielsweise ein Bastian Schweinsteiger anstreben. Damals war es ja so, der ist ja dann nochmal über Manchester United auch nochmal in die MLS gewechselt, also Thomas Müller und die MLS, könnte ich mir irgendwie vorstellen, irgendwie aber auch gar nicht, er hat ja auch Haus und Hof in München, beziehungsweise in der Nähe von München, von daher passt hier für mich eigentlich alles und ich gehe fest davon aus, dass man hier zeitnah den Vertrag verlängern wird. Ob das bei Manuel Neuer passieren wird, denn auch sein Vertrag läuft jetzt in diesem Sommer aus, also im kommenden Sommer. Und das würde natürlich erstmal, er ist eigentlich der Bayern-Kapitän, ein richtiger Schocker bedeuten. Er ist zwar Stand jetzt noch immer verletzt, trotzdem will man weiterhin mit ihm zusammenarbeiten. Auch er ist schon ewig im Verein, seit 2011 ist er damals von Schalke zu den Bayern gewechselt und ist seither natürlich sowohl in der Nationalmannschaft als auch beim FC Bayern München zum besten Torhüter für mich aller Zeiten gereift. Das einzige Problem bei ihm aktuell ist seine langfristige Verletzung. Er hat jetzt Ewigkeiten schon nicht mehr gespielt. Das komplette Jahr stand er nicht im Tor. Man hat sich jetzt auf so ein schmales Eis auch begeben, dass man halt gesagt hat, ja, wir planen trotzdem weiter mit ihm. Wir werden keinen Top- oder Weltklasse-Torwart ihm vor die Nase setzen, wie beispielsweise David De Gea. Der wäre ja auch verfügbar gewesen. Das hat man dann nicht getan. Und jetzt könnte man vielleicht meinen, man bereut das so ein bisschen. Und da ist es wohl so, dass auch mit seiner Zukunft die Zukunft von seinem Ersatztorwart Sven Ulreich fest zusammenhängt, wobei Sven Ulreich wahrscheinlich demnächst schon einen neuen Vertrag unterschreiben würde. Er ist gar kein Problem, er würde gerne auch, egal wer dann die Nummer 1 weiterhin die Backup-Option bleiben, er weiß um seine Rolle, er weiß um seine Wichtigkeit, von daher ist da alles gut und bei Manuel Neuer, da hofft man eigentlich auch, dass man die Vertragsgespräche hier bald starten kann und ihn dann noch ein weiteres Jahr bindet. Bei allen Spielern, die ich bis jetzt gesagt habe, reden wir natürlich immer nur von einem weiteren Jahr. Das ist bei den Bayern ja gang und gäbe. Da kriegt man eben über 30 nur noch einen Einjahresvertrag, auch wenn man eine absolute Bayern-Legende ist, wie beispielsweise Thomas Müller. Wo ich mir aber nicht sicher bin, ob halt Manuel Neuer ewig noch im Tor stehen wird. Denn wenn er jetzt dann irgendwann wieder zurückkommt und vielleicht gar nicht so krass fit ist, kann ich mir vorstellen, dass man vielleicht im nächsten Sommer ihm dann eine Nachfolge präsentiert, jemanden vor die Nase setzt, der dann die neue Nummer 1 im Tor wird und Manuel Neuer dann langfristig die Nummer 2 wird, ähnlich wie ich es glaube auch in der Nationalmannschaft jetzt so, zumindest deutet es sich so an, dass er dort auch jetzt irgendwie so eine kleine Ablöse in Form von Marc-André Ter Stegen erhalten wird und damit der Nachfolger in den eigenen Reihen schon bereitsteht. So interpretiere ich das Ganze, aber auch hier sind die Vertragsgespräche wohl demnächst anberaumt und das sollte kein Problem sein, genauso wie bei Sven Ulreich, der geht quasi Hand in Hand mit Manuel Neuer. Und dann der vierte und letzte Profi, wo man sich jetzt zeitnah zusammensetzen möchte, das ist tatsächlich Erik-Maxim Choupo-Moting, der quasi Backup von
Harry Kane, der macht in letzter Zeit tatsächlich noch relativ viele Spiele, hätte ich gar nicht gedacht. Aber auch mit ihm will man sich dann zeitnah zusammensetzen, darüber sprechen, wie es im nächsten Jahr weitergeht. Er hat noch Vertrag bis nächstes Jahr. Man könnte den Vertrag verlängern. Die Frage ist nur, will man das? Würde er sich auch als Nummer 3 hinter Mathys Tel einreihen? Denn das ist, denke ich, spätestens im nächsten Sommer der Fall. Dann wird Mathys Tel immer mehr Spielzeit fordern, immer mehr Spielzeit bekommen. Er macht es ja auch ziemlich gut. Und das würde dann natürlich parallel bedeuten, dass dann nach und nach hier eine Ablösung von Erik-Maxim Choupo-Moting stattfindet. Mathys Tel, der wird jetzt zwar nicht irgendwie Harry Kane dann aus der Startelf verdrängen, das gehe ich mal stark nicht von aus, aber dass er jetzt hier einen Erik-Maxim Choupo-Moting, der natürlich auch nicht mehr der Jüngste ist, aus der Startelf verdrängen wird, das kann ich mir schon ziemlich gut vorstellen. Und das sind eben die vier Spieler, mit denen man sich jetzt zeitnah zusammensetzen will, mit denen man zeitnah sprechen möchte, um zu gucken, ist da vielleicht, ja ich sag mal, die Bereitschaft da, dass sie ihren Vertrag verlängern, verzichten sie auch ein bisschen auf Gehalt, sie werden halt eben nicht jünger, sie werden eher älter, kann man da was machen? Das sind so die ersten Namen, die man jetzt ansprechen möchte. Langfristig geht es dann natürlich auch noch rund um Alphonso Davies und rund um Joshua Kimmich, denn auch bei diesen beiden Spielern läuft der Vertrag bald aus, in 2025, also in anderthalb Jahren. Von daher ist noch ein bisschen Zeit, aber da muss man sich dann auch entscheiden, will man die Spieler in diesem nächsten Sommer verkaufen oder will man sie halten? Das werden spannende Personalien, darum soll es aber in einem separaten Video dann nochmal gehen. Und dann schauen wir nochmal, was jetzt so beim FC Bayern München im Transferwinter ansteht. Christoph Freund wird da maßgeblich dran beteiligt sein. Er ist der Sportdirektor der Bayern. Er gehört quasi zur Taskforce, die da jetzt mittlerweile zwar, ja, ich sag mal, mehr oder weniger aufgelöst wurde, aber irgendwie im Hintergrund auch noch mit Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge bestückt ist und auf jeden Fall noch ihre Fäden spannt. Und es gibt zwei Positionen, die will man im Winter definitiv noch verstärken, und das ist die Innenverteidiger- und Rechtsverteidigerposition. Am besten ein Spieler, der beides spielen kann. Und eben die Position als Sechser. Und da gibt es natürlich einige heiße Kandidaten. Der heißeste Kandidat auf der Sechser-Position ist natürlich der fast perfekte Transfer von João Palhinha. Den möchte man wohl gerne dann im Winter über die Zielgerade drücken. Das könnte dann auch das Ziel sein, dass man das irgendwie so hinbekommt. Und das würde halt eine ganze Menge kosten. Er hat einen neuen Vertrag unterschrieben. Er würde damit auf jeden Fall ja ein sehr, 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 sehr teurer Spieler werden und eigentlich das komplette Budget, was man für den Winter hat. Denn da spricht man, zumindest wenn man auf die Berichte von der Bild-Zeitung hört, aktuell so von roundabout, ich sage mal, 60 bis 70 Millionen Euro, die man da zur Verfügung hat. Und das ist das komplette Budget, was ein João Palhinha kosten würde. Anders sähe das mit einer Alternative aus, denn der wurde jetzt auch immer wieder genannt. Das ist eben Khéphren Thuram. Ja, der spielt in der französischen Liga bei OGC Nice und ist dort auch ein ziemlich zentraler Mittelfeldspieler, ein defensiver Mittelfeldspieler, ist auch mit 22 Jahren noch mal ein bisschen jünger als João Palhinha, ein richtiger Hühne mit 1,92, Franzose, macht da eigentlich einen guten Job bei Nizza und wäre vermutlich eine ähnlich teure Alternative. Auch an ihm war man im Sommer dran, da wurde es aber nie so richtig konkret wie bei Palhinha. Er wäre natürlich kein Weltklasse-Spieler, sondern wieder ein Spieler mit Potenzial. Und da ist die Frage, was die Bayern dann im Winter wollen. Wenn sie einen Weltklasse-Spieler wollen, der sofort funktioniert, sofort einschlägt, sofort einen Mehrwert bietet, dann sollte man meiner Meinung nach João Palhinha holen. Wenn man einen Spieler möchte, den man noch entwickeln kann, den man noch formen kann, mit dem man langfristig Spaß haben kann, dann könnte das Khéphren Thuram sein. Von daher schlägt meiner Meinung nach gerade aktuell das Pendel so ein bisschen in Richtung João Palhinha aus. Und die andere Position ist die Position des Rechtsverteidigers. Da war man an Amel Bella-Kotschap dran, da war man an Trevor Chalobah dran und ich glaube, gerade bei letzterem kann es im Winter nochmal heiß werden. Die Frage ist nur, wie man das Ganze eben ja, über die Bühne bekommen will. Er ist Spieler von Chelsea, er ist ein Spieler, der einen Marktwert von 18 Millionen Euro hat, aber Chelsea hat da irgendwie ganz, ganz verrückte Forderungen gestellt. Für ihn wollten sie da 40, 50 Millionen Euro, das ist eine Summe, die würde hier der FC Bayern München definitiv nicht ausgeben. Auch er ist extrem jung noch, naja, also nicht ganz so jung, 24 Jahre alt, ist aber kein absolut gesetzter Stammspieler, kann aber sowohl innen als auch Rechtsverteidiger spielen, spielt aber bei Chelsea aktuell tatsächlich jetzt nicht so die größte Rolle. Wenn man sich jetzt mal in dieser Saison das Ganze so anschaut, da hat er noch nicht so wirklich viel gespielt. Von daher bin ich da so ein bisschen ja, hin und her gerissen, ob man hier so viel für einen Spieler wie ihn ausgeben sollte. Alternativen gibt es auf der Position zu häufig. Also da werden immer mal andere Namen genannt. Da werden immer mal Namen auch aus der anderen Ligen genannt. Man hat jetzt ja Josip Stanisic erst abgegeben, man hat Benjamin Pavard abgegeben. Jetzt wurde auch mal ein Spieler wie Aaron Hickey genannt. Der spielt in
der englischen Liga bei Brentford, aber da wurde es auch nie so richtig heiß. Also da will man sich definitiv verstärken. Das könnte aber tatsächlich noch etwas dauern, bis man dort dann den passenden Spieler gefunden hat. Was glaubt ihr? Welche Transfers werden die Bayern im Winter tätigen? Welche Position seht ihr als besonders knapp? Ich meine, dass man jetzt sich mit einer Rückkehr von mit Jerome Boateng beschäftigt hat. Und das auch, ne, das ging ja jetzt schon seit mehreren Wochen so, dass man mal richtig Probleme der Innenverteidigung hatte, weil dort viele Ausfälle waren. Das zeigt ja schon, wie dünn eigentlich der Kader ist und dass man hier wirklich noch was tun muss. Das läuft nicht immer über ablösefreie Transfers, das kann auch notfalls mal richtig Geld kosten. Wen würdet ihr da holen und was sagt ihr zu den Vertragsverlängerungen? Wen sollte man verlängern, wen sollte man ziehen lassen? Eure Meinung gerne in die Kommentare. Bis dahin, Leute.